Ramadan, ein Monat der Freigebigkeit und Großzügigkeit. Alles Lob gebührt Allah, Herrn der Welten, der in seiner ehrwürdigen Schrift sagt, diejenigen, die ihren Besitz bei Nacht und Tag, geheim oder offen spenden, denen ist ihr Lohn von ihrem Herrn gewiss und sie brauchen keine Angst zu haben, noch werden sie traurig sein. Ich bezeuge, dass es keine Gottheit da außer Allah ohne Teilhaber gibt und ich bezeuge, dass unser Prophet Muhammad sein anbetender Diener und Gesandter ist, der sagte, die Anbetendienenden treten an keinem Tag in den Morgen ein, und dass zwei Engel herabkommen, von denen der eine sagt, O Allah, beschere dem Gebenden einen Ersatz, und der andere sagt, O Allah, beschere dem Geizigen Verlust. Und nun zum Thema. Der Islam ist eine Religion der Werte, Morale und des guten Benehmens, zu denen die Großzügigkeit gehört, zu der unsere ehrwürdige Religion anspornt, da diese Eigenschaft zu den Eigenschaften der Gesandten und Rechtschaffenen gehört, mithilfe deren die Gesellschaft sich verstärkt, beziehungsweise wir eine Gesellschaft haben, die auf Solidarität und Freigebigkeit basiert. Eine Gesellschaft, die die Aussage des Propheten Allah segne ihn und schenke ihm Wohlergehen verwirklicht, als er sagte, das Gleichnis der Gläubigen in ihrer gegenseitigen Liebe und ihrem Mitgefühl füreinander ist wie das Gleichnis eines Körpers. Wenn ein Körperteil leidet, so leidet der ganze Körper an Schlaflosigkeit und Fieber. Der Prophet Allah segne ihn und schenke ihm Wohlergehen sagte, von Allah dem Erhabenen, O meine Diener, wenn der Erste von euch und der Letzte von euch, von den Menschen unter euch und den Djinn unter euch, sich gemeinsam in einem Tal versammeln würden, mich dann fragen würden, ich dann allen das gebe, wonach sie fragten, würde mir das an meiner Herrschaft nichts wegnehmen, außer etwas wie das, was an einer Nadel zurückbleibt, wenn sie ins Meer getaucht wurde. Der Gesandte Allahs, Allah segne ihn, schenke ihm Wohlergehen, sagte, Allahs Hand ist voll, wird nicht vom Geben leer, strömt tags und nachts. Habt ihr gesehen, wie viel er seit der Erschaffung der Himmel und der Erde gegeben hat? Das alles hat das, was in seiner Hand liegt, nicht weniger gemacht. Sein Thron, Schemel, war auf dem Wasser und die Waage in seiner Hand erniedrigt und erhört. Allah der Erhabene sagt im Koran, dass die Freigebigkeit bzw. Freizügigkeit zu den Eigenschaften der Propheten bzw. den Gesandten gehört. Wie etwa in der Geschichte Abrahams, Allah segne ihn und schenke ihm Wohlergehen, ist die Geschichte von Abrahams geehrten Gästen nicht zu dir gedrungen, da sie bei ihm eintraten und sprachen, Frieden, sprach er, Frieden. Es waren alles fremde Leute und er ging stillschweigend zu den Seinen und brachte ein gemästetes Kalb. Und er setzte es ihnen vor, er sprach, wollt ihr nicht essen. Im Ansporn zur Großzügigkeit sagt der Erhabene, und die unter euch, die Reichtum und Überfluss besitzen, sollen nicht schwören, den Anverwandten und den Bedürften und den auf Allahs Pfad Ausgewanderten nicht zu geben. Sie sollen vergeben und verzeihen. Wünscht ihr nicht, dass Allah euch vergebe? Und Allah ist allvergeben, barmherzig. Der Erhabene sagt auch, das Gleichnis derjenigen, die ihr Vermögen auf dem Weg Allahs ausgeben, ist wie das Gleichnis eines Samenkorns, das sieben Ähren wachsen lässt. In jeder Ähre 100 Körner. Und Allah vervielfacht es, wie er will. Und Allah ist allumfassend, allwissend. Er sagt auch, die wahre Frömmigkeit besteht nicht darin, beim Gebet das Gesicht nach Osten oder Westen zu richten, sondern darin, an Gott, den jüngsten Tag, die Engel, das Heilige Buch und die Propheten zu glauben, Gegenspende zu geben, um Verwandten, Waisen, Armen, Mittlosen, Wanderern und Bettlern zu helfen. Allah sagt auch, und sie geben Speise aus Liebe zu ihm, dem Armen, der Weise und dem Gefangenen, indem sie sprechen, wir speisen euch nur um Allahs Willen. Wir begehren von euch weder Lohn noch Dank.
Wir fürchten von unserem Herrn einen Tag des Finsterleben und des Unheils. Drum wird Allah sie vor dem Übel jenes Tages bewahren und ihren Freude und Glück bescheren. Der Gesandte Allahs, Allah segne ihn und schenke ihm wohl ergehen, sagte: Gibt aus, so gibt Allah dir aus. Der Gesandte Allahs war der Großzügigste unter allen Menschen und den Höhepunkt seiner Großzügigkeit erreichte er im Ramadan, wenn er mit dem Engel Gabriel zusammentraf. Wahrhaftig, der Gesandte Allahs, Allah segne ihn und schenke ihm wohl ergehen, war mit dem Hergeben von guten Dingen schneller als der unhaltbare Wind. Und bei Ahmad steht zusätzlich, er gibt alles, wonach er gefragt wird. Man erklärte den Vergleich zwischen der Großzügigkeit des Propheten, Allah segne ihn und schenke ihm wohl ergehen, und der des unhaltbaren Winds folgendermaßen. Der gemeinte Wind ist hier der Wind der Barmherzigkeit, den Allah der Erhabene entsendet, um der ganzen Erde, sei sie urbar oder nicht urbar, Regen zu schenken. Das heißt also, dass die Gute und der Nutzen vom Propheten, Allah segne ihn, schenke ihm wohl ergehen, alle Leute umfassen, seien diese arm und bedürftig oder reich und wohlhabend. Einige Gelehrte sagen dazu auch, seine Großzügigkeit wurde der anderen Menschen vorgezogen, seine Großzügigkeit im Ramadan wurde seiner Großzügigkeit in den anderen Monaten vorgezogen. Seine Großzügigkeit in den Nächten des Ramadan wurde dann der Vorzug gegeben und in der Zeit, in der er mit Gabriel zusammentraf, wurde seine Großzügigkeit immer besser. Und so wird er im Ausmaß und in der Geschwindigkeit seiner Großzügigkeit mit dem unhaltbaren Wind verglichen. Man erklärte, dies ist so, weil je besser und ehrenvoller die Zeit ist, desto besser die Großzügigkeit darin wird. Ibn Umar sagte, ich habe keinen Menschen gesehen, der großzügiger oder edler als Allahs Gesandter ist. Also, am Beten jener Allahs, so war der Umgang deines Propheten, Allah segne ihn und schenke ihm wohl ergehen, mit der Freigebigkeit im Ramadan, und er ist unser Vorbild. Wie steht es jedoch mit dir? Man sagte, ich empfehle jedem, im Ramadan zusätzlich freigebig zu sein, weil man dadurch den Gesandten Allah zum Vorbild nimmt, die Menschen dies mehr benötigen, und viele durch das Fasten und das rituelle Gebet von ihrem Lebensunterhalt abgelenkt werden. Vergiss nicht, dass der Ramadan die günstigste Zeit für die Almosen geben und eine gute Gelegenheit für die Freigeben ist und das Fasten dich dazu bewegt, hungrig zu speisen, Dürftigen zu geben und Arme zu beschenken. In der Zunahme der Freigebigkeit des Propheten, Allah segne ihn und schenke ihm wohl ergehen im Ramadan, sind mehrere Vorteile enthalten. Dazu gehört unter anderem Folgendes. Die Würde dieser Zeit und die Vervielfachung der Belohnung für gute Taten in ihr. Der Prophet, Allah segne ihn und schenke ihm wohl ergehen, sagte, die besten Almosen sind die, die im Ramadan gegeben werden. Damit wird die Fastenden und Allahs Gedanken bei deren Gehorsam gegenüber Allah geholfen, wodurch derjenige, der ihnen hilft, die gleiche Belohnung wie sie erlangt. Mit Fasten und Almosengeben zusammen hat man Anspruch auf das Paradies, und zwar gemäß einem von Ibn Umar überlieferten Hadith, dass der Prophet Allah segne ihn und schenke ihm wohl ergehen sagte, im Paradies gibt es Zimmer, deren hinteren Teile von vorne und deren vorderen Teile von hinten gesehen werden können. Da fragte man, O Gesandter Allahs, für wen sind die? Er antwortete, für denjenigen, der Gutes redet, Arme speist, oft fastet und nachts betet, wenn die anderen schlafen.
All diese guten Taten findet man im Ramadan, indem der Gläubige fastet, in der Nacht betet, Almosen gibt und Gutes redet, weil dem Fasten im Ramadan das Unnützte und Unzüchtige Reden verboten ist. Bruder im Islam, das Gebet, das Fasten und das Almosengeben führen den Menschen zu Allah, dem Erhabenen und Hochgepriesenen. Mit dem Fasten und dem Almosengeben zusammen ist ein Muslim mehr imstande, für seine Sünden zu sühnen, sich vor dem Höllenfeuer zu schützen und sich vor diesem fernzuhalten, besonders wenn man dazu auch in der Nacht das rituelle Gebet verrichtet, dass der Prophet Allah segne ihm schenke und will ergehen, sagte, das Almosen löscht die Sünde, genauso wie das Wasser das Feuer löscht. Betet in der Dunkelheit der Nacht als Vorbereitung für die dunklen Gräber und fastet an einem sehr heißen Tag als Vorbereitung für die Hitze des Auferstehungstags und gebt ein Almosen im Geheimen als Vorbereitung für einen ungeheuren, schweren Tag. O Fastender, durch dein Hergeben und deine Freigebigkeit leist du deinem Herrn etwas, was du an einem Tag finden wirst, an dem du äußerst arm und bedürftig sein wirst, nämlich am Tag der Auferstehung. Wer die islamische Geschichte sinniert, stellt fest, dass der gesegnete Monat Ramadan ein Monat der Arbeit und Produktion war bzw. ist. Vielmehr waren viele, viele Siege und Eröffnungen der Muslime in diesem gesegneten Monat, wie etwa der Sieg im Badr-Feldzug, dem Krieg zwischen dem Rechten und der Falschheit. Der Erhabene sagt, O ihr Gläubigen, seid standhaft und wetteifert in Standhaftigkeit und seid auf der Hut und fürchtet Allah, auf dass ihr Erfolg habt. Der Erhabene sagt, und da verhalf Allah euch bei Badr zum Sieg, während ihr verächtlich erscheint. Darum fürchtet Allah. Vielleicht werdet ihr dankbar sein. Als du zu den Gläubigen sagtest, genügt es euch denn nicht, dass euer Herr euch mit 3000 herniedrigsten Engeln helft? Ja. Wenn ihr geduldig und gottesfürchtig seid und sie sofort über euch kommen, wird euer Herr euch mit 5000 Engeln in Kampfbereitschaft helft. Die Eröffnung von Mekka war auch im Monat Ramadan. Und in der modernen Zeit war der Sieg des 10. Ramadan bzw. des 10. Oktober der Ägypter, als Allah Ägypten den Erfolg leihen möchte, sein Land zurückzubekommen, indem die Ägypter das Motto von Allahu Akbar, Allah ist groß, erhob. Obwohl sie während des Kriegs fasteten, war der Sieg in ihrer Seite. Der Monat Ramadan ist eine Freude für jeden Gläubigen. Der edle Gesandte möge Allah ihn in Ehren halten und ihm Wohlergehen schenken, hat sie durch folgende Worte ausgedrückt. Dem Fasten stehen zwei Freuden bevor. Wenn er seinen Fasten bricht, freut er sich über das Fastenbrechen. Und wenn er seinem Herrn begegnet, freut er sich über sein Fasten. Und das ist wirklich die passende Zeit für die Freude. Denn wie kommt es, dass sich die Gläubige nicht freut, während ihm ein Tod zum Paradies, ein Tod zur Vergebung seiner vergangenen und künftigen Sünden und ein Tor zur Rettung vor dem Höllenfeuer geöffnet wurde, während der Gottesvollende gerufen wird, dass er näher kommen soll, aufrichtig näher kommt zum Herrn der Schöpfung. Und zwar mit allem, was dem Diener Erfolg im Dies bzw. im Jenseits bringt. Dies ist zweifellos der Wunsch jedes Anbetendienenden und jedes Gläubigen. Warum soll sich der Anbetendienende auf den Beginn dieses Monats nicht freuen, während ihm eine göttliche Gabe zuteilt wurde, um sich vor dem Höllenfeuer zu retten und die Zufriedenheit Allahs des Herrn der Welten zu erlangen? Möge Allah uns zu denen machen, die den Ramadan über im Glauben und in der Hoffnung auf Allahs Belohnung fasten und beten. Möge er uns in diesem edlen Monat aus dem Feuer befreien.